Millie, what's up? Hey, Carl. Just called to say that last night was terrific. Likewise, baby. Likewise. Listen, I thought about that little scheme you told me about. Don't worry, I haven't told anybody. Not even my mom. I've left the key card and the door code in my bedroom. Millie, girl, you will not regret this. I know, because I'm getting a cut, right? Oh, for sure, baby, for sure. I'm gonna do you right. Okay, you got it. Planänderung. Definitiv Planänderung. Alter. Nice. Das war interessant. Also ich glaube, das hat es echt gebracht, da irgendwie in ein anderes Lokal zu gehen, weil ich wusste noch, dass die meistens nicht auf bestimmte Läden standen. Und wir haben ja gesehen, die Bar... Alter, fick dich, du kleines Stück Scheiße. Die Bar hat doch ganz gut gefallen, da dachte ich so, okay, gehe ich da immer mit der hin. Weil sonst würde eine Katze kommen, wo die einfach so richtig so schlecht... Ah, oh, will ich gar nicht. Und da das nicht kam, habe ich gedacht, oh gut, dann gehe ich weiterhin dahin. Aber da ging anscheinend Besseres. Übrigens, die Leute, die es wissen wollten, man kann einfach auch... Oh, den will ich nicht. Man kann einfach auch die töten und dann bekommt man den... die Keycard, aber ich weiß nicht, warum das erste Mal irgendwie nicht geklappt hat. Aber ich glaube, jetzt kommt gleich ein Wusi-Anruf. General K. Moment. Habe ich gerade richtig gesehen, dass gerade mein Auto geklaut. So, jetzt gehe ich aber speichern. Ich liebe diesen Cheater. Ich bin froh, dass er wieder in GTA 5 vertreten war, nachdem er irgendwie in GTA 4 aussortiert wurde. Und beide mir eigentlich in GTA 5 nicht so krass gefallen hat wie hier. Hier gehört er doch zu meinen Lieblingsautos. 12. November. Wird überspeichert. Ach, kann ich schon auf nicht. Du weißt, das macht mich geil. Daddy paid my credit card bills again. What? Hat er gerade gesagt, paid oder peed? Also drauf gepinkelt. Gut, ich bin ein bisschen verwirrt, dass der Uzi nicht anruft. Ich glaube, wir müssen echt die Casino-Mission machen. Ich hätte gern gehört, dass er sagt, gut, ich muss jetzt nochmal die ein bisschen was im Casino erledigen und mir einen kleinen Überblick verschaffen. Und dann können wir die ganze Sache starten lassen. Das wäre doch ganz gut. Eine gute Information als Spieler. Hätte man doch dem Spieler geben können. So ist er nachher nicht so verwirrt wie ich jetzt gerade. Na gut, dann können wir mal hier hingehen und wenn ich mich richtig erinnere, werden wir jetzt einen alten Freund wiedersehen. Ich kann mich auch natürlich total irren. Caligulas. Gut, das war hier, ne? Oh, ich bin ein Wächter hier, yo. Gibt's hier noch welche Typen dieser Sorte? Ich glaube nicht. Intensive Care. Oi, Rosie, liven yourself up. Carl's here.
Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool pub, Z. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again, and that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. Okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! Dann war er sowas von awesome. Und wenn ich mich nicht irre, war das gerade ein Scarface-Zitat. So here I am, about to try and rescue some guy that's scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. Das ist sehr schön. Oh, ich erinnere mich an die Mission. Oh mein Gott. Befürchte, ich erinnere mich an die Mission. Jupp. Doch, das ist die Mission. Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Und zurück in den Wagen, Karl. Ja, da kommt der schon. Das ist jetzt natürlich blöd. Jetzt ist die Frage, wen nehmen wir zuerst? Wir nehmen einfach so mal den, der uns am nächsten ist. Das ist wieder so eine von den Kack-Random-Missionen, wo man einfach mal gucken muss, was ist denn jetzt das Richtige? Ich weiß allerdings nicht, ob das irgendwie vollkommen Zufall war oder ob. Okay, das ist natürlich einfach so. So kann man das doch ganz schnell regeln. Schauen wir mal, wo der nächste ist. Ich würde ihn behaupten, irgendwo unten. Genau, da vorne ist er. Der wird als nächstes ge... Okay, der fährt schon verrückt. Okay, das ist der letzte. Natürlich. Das ist immer der dritte, ey. Immer. Imi, Mudi. Wenn es die Macher so wollen, dann mache ich auch den dritten Krankenwagen fertig. Ja, so, wir müssen zerstören. Damit habe ich kein Problem. Wobei ich nicht weiß, ob Schießen dazu zählt. Doch, Schießen zählt dazu. Das ist mir jetzt auch scheißegal. Kommt schon. Ich will den Wichser nicht mehr auf meinen Straßen sehen.
Mann, jetzt hat er mir Platten beschossen. Ah, screw you! Who's messing with Farrelly's business? Yeah. Who's got a death wish? Ooh. Ah, fuck. Now you can shut up. Keine Risiken. Wo ist der andere? Ach, der andere wurde überrollt. Ach, das ist ja schön. So. Johnny soll zur Fresh-Fabrik. Das ist doch cool. Da kommt ein Häcksler. Wunderschön. Fuck. Es ist jetzt echt ein... Auch mein... Das ist ja... Oh shit, das habe ich nicht bedacht. Wird durch den von dem Wagen geschützt und jetzt, oh mein Gott. Gut, die Hupe geht nicht aus. Ist ja ganz fein. Ja, noch hinter mir? Nee. Ja, ihr gebt nicht auf, ne? Das ist irgendwie nicht euer Ding, ne? Ich glaube, ich bin nicht der Einzige mit einem Todeswunsch. Na gut. Hey, Johnny, how you feel? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Nice. 5000 Doleros. Und die kann ich mir nicht mehr anhören, ganz ehrlich. Der Wagen muss mal gleich ausgetauscht werden. Na gut, ist er erstmal gespeichert. Mit dem komischen Türenbug. 2. November. Gut, und weiter. Hier wird jede Mission nach der nächsten gemacht. Hier, zack, zack. Selbst Niki Lauda konnte nicht so schnell machen. Sorry about that. Das war jetzt ein bisschen ein komischer Spruch. Why I spy fire. Gut. Killigilas. Gut, the meat business. Oh, baby, I'm back! I am back! Let's get this show on the road! The good doctor has revived the patient. Thank you, sweet thank as my son, you, sweet. So everything straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind! What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right.
I need to get a grip. Take control. Yes. Grab the bull by the horns. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details. Details. Let's just get there. Rack 'em up, Macca. What's the matter with you? Ah, oh, Mann. Ken. Altes Fickgesicht. Lange ist es her seit Vice City. Okay, boss man, where to? We're gonna pay the Sindacos a visit. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence. I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. Really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life and death bullshit. Shit, shit's all down my damn shirt and everything. My best shirt too. Didn't this shirt look good on me? Der amerikanische Traum. Eine realistische Version davon zumindest. Ah, komm. Gut, ah, wir sind ja wieder jetzt dort, wo wir Johnny abgesetzt haben. Ich glaube, der ist der Boss. Na gut. Wenn es der Boss ist, dann ist er der Boss. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'ma wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. He's the boss. Yes, he is. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Mm-hmm. Hey, Ken. Oh, my crisis fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, oh my head. Oh, God. It's him. Oh. My heart. Damn, that nigga fucked up. Alter, ist jetzt gestorben? What the fuck? Nee, es wird mit Feuer gespielt. Oh Gott, das sind viele. Und das ist ein bisschen blutig und jetzt ist es ein bisschen buggy. Lol. Nichts. Shit, they started a fire to keep us back. There must be an extinguisher here somewhere. Find it. Carl, leave no witnesses or we're dead meat. Komm. I got the extinguisher. Okay. Take those guys out and I'll put out the flames. I'm gonna start up the meat trap. You want me to shoot you as well? Gut gemacht. Ist halt gewonnen, wollte ich gerade sagen. Stand back. I'm gonna blast these flames. Okay. Kenny. I ain't leading the way. Ken, auf damit. Blödes Gas. Screw this, I'm gonna hide in the freezer. What the? Oh, lol, das ist ja interessant.
Der richtige Einsatz für den. CJ, some guys locked me in the freezer. Okay, stay in there while I finish off these assholes. Du wirst nie wieder im Gefrierfach sein. Sonst gibt's kalten Kenny. Wurde jetzt umgerempelt, echt jetzt? Okay, it's clear. What did I say? What did I do? Nothing. My bad. Now take cover. Nachladen. Holy fuck, what is it about my luck? Oh. Gerade eben drunter durch. We gotta do something. Okay. Gut, weiter geht's. It's clear. Im Land des Chaos. Ob gar nicht geht jetzt, Andreas, weil ich kurz unterbrochen wurde. Nachladen. Ach, zum Glück können die Idioten überhaupt nicht schießen. Schon sogar die ganze Zeit einen hinter mir, den habe ich dann einfach mal frisch in die Eier geschossen. Shotgun Time. Gut, alle Zeugen sind tot. Geh zum Ausgang. Kenny, kommst mit? The exit's through the Stockhouse. Ja, kommt er schon. Und Roosevelt ist voller Gesundheit. Also der weiß, wie man überlebt. Hat ja einen ganzen Gitarrteil überlebt. Muss man auch mal können. Shit, we gotta get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down. Jetzt haben wir große Probleme. Oh, fuck, man. We work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the world. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit! 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 You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you did. Huh. I'll think of something. I promise. Ich hätte in dieser Mission eine Anspielung auf Gitter of City kommen müssen, beziehungsweise auf Tommy. Ich habe die vollkommen verpasst. Oder die kam nicht. Be cool. Like you just been out for a relaxing drive or something. Calm. Yeah, calm. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm. Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Der ist einfach nur einer der geilsten Charaktere der ganzen Reihe. Also, sorry. Aber das ist er. Oh Mann. Wenn ich es gut berechnet habe, sind wir jetzt bei Folge 99. Das heißt, morgen kommt Folge 100. Und ich werde mir mal was Cooles überlegen lassen. Aber bis dahin sage ich einfach mal, das war's fürs Erste mit Let's Play. Geht das, Andreas? Und ich verabschiede mich jetzt aus dem Badezimmer. Bis dann.